würde sagen, wir beginnen. Ich freue mich sehr, Sie bei dieser abschließenden Podiumsdiskussion im virtuellen Raum begrüßen zu können. Die Denkmalstadt St. Lambrecht hat dieses Jahr ein völlig neues Format finden müssen, weil uns der Covid gesellschaftlich gebissen hat, um es untechnisch zu sagen. Und wir versucht haben aber trotzdem mit den Themen der Denkmalstadt und der Gesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge präsent zu sein und uns aktuell zu beschäftigen. Ich habe, das haben Sie mitbekommen, in den letzten Wochen drei Interviews geführt über Fragen des Umgangs mit Knappheit. Ich habe dazu einen Hintergrund gewählt, den Sie heute nicht sehen. Es ist der Hintergrund des Überflusses. Meine Weinlaube im heurigen Sommer, die so viel Überfluss an Trauben produziert hat, dass ich mir gedacht habe, das ist der gute Kontrast zum Thema der Knappheit. In diesen drei Interviews haben wir uns vornehmlich mit medizinischen Fragen des Umgangs mit Knappheit befasst. Wie geht man mit Triage um? Wie soll man Impfstoffe zuteilen in gesellschaftlichen knappen Situationen? Schlussendlich, und das führt uns aber auch ein bisschen herüber dann in das heutige Gespräch, ist es auch eine Frage der Knappheit des Geldes. Wenngleich Geld derzeit abgeschafft scheint, nein, im Gegenteil, schier unermesslich zur Verfügung gestellt wird und es den Anschein hat, es gäbe es eben keine Knappheit, wissen wir aber doch, dass auch die Frage des Geldes eine Frage der Knappheit ist. Und die führt uns zum heutigen Themenfeld der Vorsorge. Weil Vorsorge ist natürlich auch eine Frage der Priorisierung knapper Güter in einer Biografie. Irgendwann sollte man sich dem Vorsorgethema stellen und das steht dann in der Prioritätenfrage, in der Priorisierungsnotwendigkeit mit anderen Themen in der individuellen Biografie. Ich darf kurz vorweg aber noch auf etwas anderes eingehen. Es wurden nämlich von Teilnehmern der Denkwerkstatt Fragen geschickt, die sich zum einen mit medizinischen Themen, zum anderen mit Themen der Vorsorge beschäftigen. Ich habe mir gedacht, auf die medizinischen Fragen werde ich selbst ganz kurz jetzt eingehen, weil ich ja auch Medizinrechtler bin und die in Public Health Lehrgängen unterrichte. Die Frage der Impfpflicht zum Beispiel, die gestellt wird, ethische Fragen der Impfpflicht, das wird man tatsächlich erst überprüfen können, schlussendlich, wenn wir wissen, wie die Effekte der Impfung jetzt wirklich sind. Ich habe heute bekommen das Dokument mit den Zulassungen, mit der Zulassungsinformation, das Pfizer eingereicht hat bei der DNA. Und das sind sehr interessante Effekte dann jetzt wirklich im Detail beschrieben. Wir werden das in den nächsten Tagen schon näher beurteilen können. Die ethischen Grundlagen sind gelegt worden in den Vorträgen und Interviews, die insbesondere mit Beck und Martin Stiegler gemacht habe. Hier haben wir ein klassisches Ranking von verschiedenen Werten, Gesundheit, Alter, Lebenserwartung und so weiter. Interessant, generell ausgeklinkt in diesen Bereichen sind Fragen der Einkommen, Fragen des Geldes. Gesundheit gilt als ein Wert, den man nicht monetarisieren kann und soll. Das führt uns gerade in diesen Tagen aber auch in große internationale Debatten. Sie haben heute mitbekommen, Oxfam hat vorgelegt, gemeinsam mit ATTAC und Greenpeace große Studien, wo man eben darauf hinweist, dass arme Länder womöglich nicht in den Genuss der Impfung kommen. Reiche Länder auf der anderen Seite sagen, wir haben Milliarden jetzt investiert, dass das funktionieren soll. Wieso sollen wir jetzt schon an die anderen denken, die noch nicht investiert haben? Hier sind große, auch gesamtgesellschaftliche, ja, weltweite Verteilungsthemen quasi vorprogrammiert. Eine andere Frage, die gestellt wurde, ist die Frage der Triage. Das ist letztlich etwas, was nicht so geheimnisvoll ist, sondern sich im Alltag tagtäglich abspielt. Jeder Arzt muss immer fragen, steht es noch dafür in gewisser Weise, einem Menschen eine Behandlung zuteil werden lassen, ja auch vielleicht eine Behandlung anzutun? Wie kann ich bestmögliche Lebensqualität sicherstellen? Triage in diesem Sinn findet tagtäglich statt. Nur es ist in den letzten Wochen so hochgepoppt als riesengroßes Thema durch die Bilder in Italien, die wir gesehen haben, dass man tatsächlich vor der Frage steht, wen soll ich jetzt als Ersten sterben lassen, um es ganz konkret zu sagen. Und da helfen uns aber wiederum nur die Aussagen der Ethiker und der Public Health Leute, die versuchen, Menschen hier zu raten. Im Letzten bleibt es aber dann eine Entscheidung persönlich zu persönlich. Mensch steht dann dem Menschen gegenüber und da ist meine feste Überzeugung, ich habe das auch in meiner Habilitationsschrift seinerzeit schon gesagt, da müssen wir schauen, dass es nicht zum Haftungsthema eskaliert. Wenn vertretbare Entscheidungen im Rahmen einer
Bandbreite des Vertretbaren gefällt werden, dann bleibt es eine persönliche Situation, eine Begegnung an einem entscheidenden Knotenpunkt des Lebens zwischen Arzt und Patient. Und da hat das Recht, sich da meines Erachtens rauszuhalten. Mittlerweile wurde auch im Chat schon eine sehr interessante Frage gestellt nach der Priorisierung von Arbeit, Knappheit von Arbeit. Ist Erwerbsarbeit ein knappes Gut oder haben wir es nicht nur künstlich verknappt, indem wir zum Beispiel, sage ich jetzt aus eigenem Löhne, in gewisser Weise gestalten, bestimmte Tätigkeitsformen gar nicht in den Erwerbskreislauf einbeziehen, wenn wir etwa an Familienarbeit denken und so weiter. Meine Damen und Herren, das sind die Fragen, die gestellt sind und heute uns natürlich auch beschäftigen wollen. Ich möchte noch eine medizinisch-juristische Frage aufgreifen, die im Vorfeld gestellt wurde, die für mich sehr interessant ist. Die Frage lautet konkret: Ist es ethisch, moralisch vertretbar, dass Klagen beim Verfassungsgerichtshof eingebracht werden, obwohl die Politik zum Wohle der Gesellschaft entscheidet? Das ist eine Frage, die sich natürlich ein Jurist von Anfang an stellt. Wie weit darf man solche Fragen überhaupt strittig machen, wenn man doch sieht, die Regierung bemüht sich, bestmöglich das schlingernde Schiffchen durch den Ozean zu steuern. Aber das ist halt die große Frage der Demokratie, dass nicht jeder die gleiche Sicht haben muss, die eine Regierung etwa hat. Oder dass nicht jeder die gleiche Zufriedenheit haben muss mit Maßnahmen, die die Verwaltung setzt. Das ist eben Gegenstand eines demokratischen Diskurses, der dann halt auch entschieden wird durch die Höchstgerichte, hier durch den Verfassungsgerichtshof. Das müssen wir hinnehmen als Tribut an die Demokratie, dass eben viele unterschiedliche Sichtweisen existieren können. Und das ist aber gleichzeitig ein Grundproblem unserer Gesellschaft. Je pluralistischer die Gesellschaft wird, desto geringer wird die communis opinio über das, was man akzeptiert oder tun muss und einfach akzeptieren sollte und nicht ständig in Frage stellen kann. Ja, im Gegenteil, heute wissen wir, es ist politisch geradezu zum Sport geworden, alles in Frage zu stellen. Auch in der Juristerei beklage ich das seit langem. Alles wird in Frage gestellt. Man könnte es ja auch anders sehen und so weiter. Das ist gesellschaftlich ein großes Problem, das man aber in der geltenden Rechtsordnung einfach akzeptieren und hinnehmen muss, wo wir nur appellieren können an die Verantwortung von Politikern, an die Verantwortung von Anwälten, nicht Kleingeld zu wechseln, sich einen Namen zu machen, die Viertelstunde Ruhm zu bekommen und in Wahrheit das Gesamtsystem damit zu gefährden. Das größere Problem sehe ich in der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, der einerseits verlangt, dass man differenzierte Regelungen macht, auf der anderen Seite aber, wenn Differenzierungen dann da sind, diese Differenzierung nochmal mit einer feinen Elle misst und sagen, passen diese Differenzierungen auch. Es wäre so gesehen einfacher zu sagen, generelle Regelung, Ausgangssperre für alle, aber gleichzeitig wird das natürlich vom VfGH auch wiederum wohl nicht akzeptiert werden. Die Frage, wie weit man Differenzierungen machen kann und machen muss, verschiebt sich daher in österreichischen Praxis der verfassungsgerichtlichen Judikatur weg vom Parlament hin zum Gericht. Und das ist eine politische Entwicklung, die man durchaus Fragezeichen versehen kann, die durchaus problematisch ist. Und ich hoffe, dass der VfGH sich dieser großen Verantwortung sehr bewusst ist, die er hat. Es ist nicht leicht, Regierungsentscheidungen, Parlamentsentscheidungen ständig in Frage zu stellen, weil damit automatisch auch die Legitimität und letztlich die Legitimation dieser Institution, Gesetzgebung selbst in Frage gestellt wird. Daran wären wir aber alle nicht gut bedient, wenn die Legitimation des Parlaments und der Regierung grundsätzlich in Frage gestellt wird, weil jede Entscheidung immer natürlich kritisiert werden kann und auch aufgehoben werden kann. Da zieht sich dann Politik zurück und sagt, macht's, was wollt's, es ist mir gleichgültig. Der letzte Punkt, den ich in dieser allgemeinen Einführung noch einbringen möchte, ist aber noch einer, der auch in einer der Fragen aufkommt, nämlich wie steht es jetzt wirklich mit Individualverantwortung zu Gemeinwohl? Auf der einen Seite pochen wir etwa im Hinblick auf Testpflicht, Impfpflicht und so weiter ganz klar auf Individualität und sagen, jeder soll selber entscheiden, was mit ihm geschieht. Auf der anderen Seite verlangen wir aber alle und wird sofort gerufen, der Staat muss eingreifen, wenn irgendwo jemand ein Leid geschieht und wenn jemand etwas nicht persönlich akzeptieren will. Dieser Paradigmenbruch zwischen auf der einen Seite hohe Wertung von Individualität, auf der anderen Seite ganz klar pochen auf Solidarität, der wird gerade in Covid-Fragen doch äußerst problematisch. Wenn wir etwa jetzt an Impfpflicht denken und sagen, mit einer Impfung könnte man vieles an Problemen in der Gesellschaft reduzieren, gehen wir da mal davon aus, dass das der Fall ist.
Und dann Leute sagen, ja, aber ich will nicht. Und gleichzeitig soll die Gesellschaft aber alle Probleme finanzieren. Da wird das dann schon sehr kritisch. Wie versteht sich Individualität zu tatsächlich dann auch Solidarität? Solidarität nur einzufordern, wenn es andere bezahlen, ist wohl zu dünn. Solidarität muss man auch geben und sei es in Kaufnahme bestimmter Risiken. Das ist wohl eine untrennbare Verknüpfung, die momentan ausgeblendet scheint. Ja, und das führt uns schon zum Vorsorgethema. Ich unterbreche mich selbst jetzt und möchte Sie zu Wort kommen lassen. Ich möchte jetzt zunächst an die drei im Podium angekündigten Teilnehmer, den Herrn ehemaligen Bundesminister, ehemaligen Sektionschef Walter Pöltner vorstellen und dann bitten um sein kurzes Statement, wie wir mit der Vorsorgesituation jetzt umgehen. Wir sind in einer Knappheitssituation, auch in den öffentlichen Finanzen. Als Leiter der Pensionskommission sind Sie damit beschäftigt? Bist du damit beschäftigt? Darf ich jetzt auch mich outen in diesem Kreise? Bist du damit beschäftigt, mit der Knappheit auch der Finanzen im Vorsorgethema des öffentlichen Bereichs umzugehen? Siehst du durch die massiven Ausgabensteigerungen im Covid-Thema jetzt ein Problem für andere Teile unseres Sozialsystems? Ich darf dich kurz um deine Wortmeldung bitten. Vielen Dank. Ich oute mich auch gleich, lieber Wolfgang. Das ist ein komplexes Thema. Wir haben einerseits, und ich muss ein paar Schritte zurückgehen, bevor ich in den Mittelpunkt des Themas rücke. Wir haben ein Problem mit Zukunft. Das fällt jetzt bei Covid sehr stark auf und das fällt natürlich mir als jemand, der die Alterskommission und das Alterssicherungssystem vertritt, besonders stark auf. Wir können mit Problemen der Zukunft schwer umgehen. Grundsätzlich ist scheinbar auch gesellschaftlich unsere Auffassung, wir haben in der Zukunft kein Problem. Wir sehen das jetzt, wir geben das Geld aus. Das Geld, das wir jetzt ausgeben, was notwendig ist und was sinnvoll sein mag und was toll sein mag, hat aber schon die Frucht oder den Samen der Probleme der nächsten Jahre in sich. Denn dann tritt nämlich Knappheit auf in den nächsten Jahren und es beginnt ein neuer Verteilungskampf. Da bin ich mir ganz sicher, der nächstes Jahres beginnt und der sich in den nächsten Jahren fortführen wird. Denn die Regierung hat das Geld nicht. Es ist unser Geld. Es ist das Geld der Menschen, die eben Löhne, Gewinne haben. Und von denen wird man wohl das wieder über Steuern zurückfordern müssen. Wer jetzt mehr und weniger davon belastet wird, das wird das Thema der nächsten Jahre sein. Das kümmert uns nicht, weil wir haben das Problem, wir können in Zukunft schwer denken. Wenige Menschen in der Geschichte konnten das. Probleme der Zukunft mit Lösungen der Zukunft lösen. Sei es Edison, aber in der jüngsten Zeit Steve Jobs, der hat sogar Probleme erfunden, um seine Lösungen dann anbieten zu können. Und es hat wunderbar funktioniert. Als ich das erste Smartphone hatte, habe ich mir gedacht, wozu brauche ich das? Das ist doch ein völliger Unsinn, nicht? Und heute, wenn ich rausgehe und ich habe mein Smartphone nicht dabei, denke ich mir, um Gottes Willen, ich habe was vergessen. Unbedacht dessen. Also das war aber zu meiner Zeit kein Problem in der Zukunft. Und bei der Alterssicherung ist das ganz besonders. Was kümmert uns die Pension 2040? Und gerade das Alterssicherungssystem ist aber, wie jedes Vorsorgesystem, das sich mit Vorsorge von Pflege, von Gesundheit, von Alterssicherung beschäftigt, jedes System muss sich in erster Linie, und da fragen Sie die Versicherungen, die sie eigene Spezialberufe dafür haben, die sich mit der Zukunft auseinandersetzen. Jedes System muss sich intensiv mit der Zukunft auseinandersetzen. Wir tun das nicht. Und wenn ich im Rahmen der Alterssicherungskommission ich sage mal, auf Schwierigkeiten dieses komplexen System Alterssicherung hinweise, dann habe ich mir auch in dem letzten Jahr doch eine Unzahl von wenig freundlich gesinnten Menschen geschaffen, weil das sofort als persönlicher Angriff auf die Gegenwart gesehen wird und damit auf die Menschen, die derzeit in der Gegenwart von dem System profitiert, als Angriff gesehen wird. Das macht es so schwer, auch über Zukunft und Knappheit in der Zukunft zu reden.
obwohl die Dinge evident sind. Das Glück, alter zu werden, älter zu werden, bedeutet natürlich mehr Ausgaben, bedeutet mehr Ausgaben im Gesundheitswesen, in der Pflege, in der Alterssicherung. Gleichzeitig haben wir es aber auch mit einer Verengung jener Personengruppe zu tun, nämlich die der Erwerbstätigen, die dieses System auch letztendlich finanzieren muss. Und daher ist mein Einstieg immer wieder, es macht mich unglücklich, über Knappheit zu diskutieren, weil von vielen Teilen, zumindest was meinem Teil und das Sozialrecht betrifft, wird Knappheit, die in späteren Jahren eintritt, nicht als Problem erkannt. Und wenn ich mit Menschen nicht über das Problem übereinstimme, kann ich mit Problemen bei weitem nicht über Lösungen übereinstimmen. Das ist so mein Einstieg einmal in die Diskussion. Ja, danke vielmals. Es ist nicht abgesprochen, aber legt mir direkt die Schaufel in Richtung der Frau Magister Blank. Principal Member of Executive Board, wie auch immer, bei Mercer Österreich. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt, so ungefähr, sich professionell mit Fragen der Altersvorsorge natürlich beschäftigt in den privaten Systemen. Wenn wir jetzt hier von Walter Pöltner einen eher pessimistischen Ansatz gehört haben, dass die Menschen eigentlich mit Knappheit in Zukunft nicht umgehen können, weil sie sich nicht vorstellen können, stellt sich schon die Frage an Sie jetzt, Frau Magister, was würden Sie einem jungen Menschen denn raten, wenn der heute zu Ihnen kommt oder wenn Sie zu ihm kommen wahrscheinlich, weil nach Sicht Walter Pöltners wieder das Problem gar nicht erkennen, wie soll der in seiner momentanen Situation mit der Knappheit in seine Biografie umgehen? Er hat Jobprobleme, er hat vielleicht Wohnungsprobleme, er hat Probleme, dass er zu wenig verdient, er fürchtet sich vielleicht vor der Zukunft. Was würden Sie dem sagen mit der Altersvorsorge aus Ihrer Sicht? Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist eine Frage, die uns die letzten Jahre schon immer beschäftigt hat. Ich darf gleich zu Beginn den Herrn Pöltner nochmal zitieren und ich glaube, es ist wichtig, dass man auf Basisdaten aufbaut und der Herr Pöltner hat letztes Jahr gesagt, dass ein 45-Jähriger zum Pensionsantritt rund 20% weniger Alterspension hat, also von der ersten Säule, als ein vergleichbarer Angestellter, der vor 10 Jahren in den Ruhestand getreten ist. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, einfach zu sagen, wir brauchen Zusatzvorsorge. Wir haben zwar die erste Säule, wir haben aber in Österreich, bräuchten wir ein Drei-Säulen-System, nämlich die erste Säule, die zweite Säule und die dritte Säule, damit man überhaupt auf die lange Frist und damit die jetzt Jungen überhaupt irgendeine Chance haben, ein adäquates Einkommen zu Pensionsantritt beziehungsweise kurz vor Pensionsantritt zu haben. Und das, was mich eben auch im Rahmen unseres Business immer wieder unterkommt, ist natürlich zu sagen, ich kann mir das jetzt nicht leisten, ich habe jetzt kein Geld dafür. Aber die Frage ist die Priorisierung und die Frage ist auch einfach einmal einzuschätzen. Man glaubt, der Österreicher glaubt immer noch, er bekommt genug Pensionen vom Staat. Das kann noch ein bisschen so sein, wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange sein. Die Frage ist, wie lange ist es und die Frage ist auch, wie hoch ist dieses Einkommen? Kann ich von diesen Einkommen überhaupt leben? Und ich glaube, mit dem allgemeinen Pensionskonto, mit der Einführung des APGs ist es schon einmal der erste Schritt getan worden, dass der Österreicher vielleicht noch nicht wirklich gemerkt hat, dass es weniger wird, aber es ist tatsächlich schon weniger geworden. Und deswegen ist es insofern immer wichtiger, so früh genug, und das ist meine erste Empfehlung, so früh genug anfangen, sich die zweite und die dritte Säule entsprechend auszubauen. Ich weiß, wir sind in Österreich da noch ziemlich weit entfernt, auch im europäischen Vergleich. Wir sind im Rahmen der betrieblichen Vorsorge überhaupt im letzten Drittel der europäischen Länder. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man hier entweder steuerliche Anreize macht, aber auch in der Kommunikation, in der Transparenz darstellt, dass es notwendig ist, die zweite und die dritte Säule auch zu bedienen. Zweite Säule ist logischerweise die Säule, die über den Arbeitgeber geht. Das heißt, hier kann man auch verschiedene Modelle einführen, dass man sagt, statt einen Teil der Gehaltserhöhung, dass man in die Vorsorge einzahlt. Oder dass man sagt, man macht dem Mitarbeiter die Möglichkeit, Entgelt umzuwandeln. Wir reden jetzt nicht von großen Massen an Entgelt eines monatlichen Gehaltes, sondern es können kleine Teile sein des Entgeltes, wenn man früh genug damit beginnt. Und ich glaube, da ist eben in Österreich noch nicht wirklich so sehr verankert, dass man einerseits Vertrauen hat in die Vorsorge, in die kapitalgedeckte Vorsorge und zweitens, dass man sich typisch österreichisch mit dem Thema halt als Jugendlicher nicht beschäftigen will. Und ich glaube, da geht es dahingehend, dass man sagt, man muss in der Ausbildung auch hier
ein bisschen einen Fokus darauf werfen, zu sagen, man muss sich selbst um sich kümmern, damit man zu Pensionsantritt eben ein adäquates Einkommen hat. Und wichtig ist meiner Meinung nach die aktive Information. Das heißt, ich finde schon sehr gut, dass dieses Pensionskonto jetzt heuer wieder mal rausgeschickt worden ist, damit auch der junge Mitarbeiter mal versteht, was heißt das, was da oben ist, was ist für mich angespart und dass er vielleicht sich dann das hochrechnet bis Pensionsantritt und vielleicht ein gewisses Gefühl dafür hat, dass es aktuell noch viel zu wenig ist und dass er den dringenden Gedanken hat, weiterhin vorzusorgen. Ja, ich möchte kurz eine Zusatzfrage stellen. Knappheit, wie sehen Sie denn das Vorsorgethema zweite Säule heute, wo viele Firmen selber ja massive Insolvenzgefahr haben, vom Staat massiv aufgefangen werden? Hebt das wirklich das Vertrauen der Menschen in eine zweite Säule, die die Arbeitgeber finanzieren sollen? Also ich sehe es jetzt aktuell noch nicht. Das kann aber vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir ja vorwiegend eben im internationalen Bereich unterwegs sind. Aber auch die zweite Säule kann einerseits auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer gestützt sein. Und ich kann auch steuerliche Vorteile daraus bekommen, wenn ich sage, ich zahle dann weiter in die betriebliche Säule ein. Das heißt, Knappheit kann da sein, muss aber nicht da sein. Und man könnte hier steuerlich sich sicher einige Zugang überlegen, wo man sagt, man gibt jetzt dafür eine steuerliche Begünstigung, anstatt dann das Gehalt normal als Brutto- bzw. Nettogehalt auszuzahlen. Frei nach dem Motto, momentan überhaupt 100 Millionen mehr oder weniger spielen keine Rolle mehr für den öffentlichen Haushalt. Naja, auch da muss man langfristig denken, ne? So wie wir zu Beginn gesagt haben. Was heißt das? Ich meine, wir wissen, dass die Zuschüsse immer höher werden in die erste Säule. Die Frage ist, wie finanziert man diese Zuschüsse? Und die Frage ist, ob man nicht ein bisschen längerfristig denkt und sagt, wie kann ich dazu beitragen, dass vielleicht diese Zuschüsse in Zukunft nicht mehr so hoch werden, weil eben jeder Einzelne schon selbst, wie auch immer, vorgesorgt hat. Mhm. Danke vielmals. Herr Dr. Norman fragt im Chat, zweite und dritte Säule sprechen die gleichen Quellen an, erhöhen die Arbeitskosten aus seiner Sicht. Lassen wir das mal so dahingestellt. Ich möchte es überleiten jetzt zum Nationalratsabgeordneten außer Dienst, Vorsitzenden einer Wohnungsgenossenschaft, wenn man so sagen kann, Walter Tanschitz, die größte Knappheit, die junge Menschen heute spüren, ist die Knappheit am Wohnungsmarkt. Das steht gleichzeitig in unmittelbarer Konkurrenz mit dem Thema, das die Frau Magister Blank angesprochen hat, Altersvorsorge. Man kann aber natürlich auch sagen, vielleicht ist die Investition in eine Wohnung für sich genommen eine gute Altersvorsorge. Wir gehen davon aus, dass die Wohnkosten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterhin exponentiell steigen. Ich habe dann irgendwann einmal so viel in diese Wohnung investiert, dass ich daraus dann, wenn ich es einmal verkaufe, zwar unter der Brücke schlafe, aber noch immer genug Geld für meine Altersvorsorge habe. Nun, das ist etwas zynisch gesagt, aber wie schaut der momentan ja Wohnspezialist, aber an sich ehemaliger Sozialsprecher für das gesamte System natürlich Interessierte mit dem Thema der Knappheit in der Vorsorgesituation um? Ja, schönen Nachmittag auch meinerseits. Ich kann gerne auf das Wohnungsthema eingehen, weil das Auseinandergehen der Schere zwischen Leistbarkeit auf der einen Seite, die sinkt bei den Nachfragern nach Wohnungen, und auf der anderen Seite steigen die Preise, hängt meiner Meinung nach sehr eng damit zusammen, dass wir die Knappheitsbewältigung dieser Krise, beginnend schon mit der Bewältigung der Finanzkrise 2008, folgende in einem hohen Ausmaß auf Gelddrucken gesetzt haben. Wir sehen daher jetzt in diesen letzten Monaten ganz stark, dass sich immer mehr gerade junge Familien nicht leisten können, entsprechenden Wohnraum zu bezahlen. Wir werden dann, auch das ist hinausgeschoben, bis März 2022 gibt es Mietstundungen und so weiter, aber das muss ja irgendwann einmal zu Ende gehen. In Wahrheit ist es ja für den, nicht für das große Finanzunternehmen, das von Vermieten lebt, sondern vielleicht von jemandem, der sein Geld angelegt hat, um als Altersvorsorge Mieteinnahmen zu haben, ist es ja auch nicht gerade eine richtige Lösung, eine staatlich organisierte Hausbesetzung auf diese Art durchzuführen.
Und auf der anderen Seite haben wir durch das mangelnde Vertrauen in die Stabilität des Geldes eine immer stärkere Flucht von denjenigen, die noch Geld zur Verfügung haben, in Immobilien. Also das Auseinandergehen dieser Schere, weniger Leistbarkeit und auf der anderen Seite höhere Preise durch mehr Investitionen, merken wir quasi täglich. Vielleicht noch eine Anmerkung zu den zur Vorsorge insgesamt, weil das ist ja für mich nur der erste Ausdruck, gerade diese Frage nach dem Wohnthema. Die Knappheitsbewältigung wurde meiner Meinung nach erstens durch Gelddrucken, hinter dem zu wenig Gold oder realer Arbeitswert steht, und auf der anderen Seite durch eine nicht verträgliche Umverteilung zwischen den Generationen bereits vorgenommen und wird weiter vorgenommen. Es ist vorher das Wort der Solidarität gefallen. Wir haben Solidarität in der Zeit seit März 2020 als Einbahnstraße betrachtet. Wir haben allein für die Familien, die schulpflichtige Kinder haben. Ich lasse jetzt sogar rund 800.000 ja, Kinder. Ich lasse jetzt die Jugendlichen, die in Aus- oder Weiterbildung sind, weg, in Wahrheit auch, haben wir die Familien mit etwa 2,5 bis 3 Milliarden unbezahlter Arbeit belastet. Die gleichen Familien, die entweder durch Kurzarbeit und zum Teil durch Arbeitslosigkeit getroffen sind oder die in Homeoffice umgestiegen sind, dann eben zu einer unbezahlten 60-Stunden-Woche mit der Schulbetreuung gekommen sind. Gleichzeitig haben wir die 13. und 14. Sonderzahlung für die Pension des Jahres 2020 ausbezahlt, anstelle sie den Familien zur Verfügung zu stehen. Wir schützen ja besonders meine Altersgruppe. Und wie gesagt, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Dann kann man doch nicht den Schutz dieser Altersgruppe auch noch zu Lasten und zu Kosten der anderen Generation, der ich damit die Zukunft erheblich verbaue, belasten. Wir wissen, Walter Pöltner hat es gesagt, wir wissen natürlich wenig, wie es ausgehen wird, aber man kann es zum Teil erahnen, dass man möglicherweise mit einer im nächsten Jahr mit einem Schuldenschnitt oder mit einer Abschöpfung von vorhandenen Vermögen einen Neubeginn startet, dann müsste man jene wieder die Wirtschaft hochfahren lassen, die heute ihre Leistungen erbringen, nach wie vor erbringen, auch wenn sie zum Teil wirtschaftlich existenziell gefährdet sind. Darf ich jetzt kurz einhaken, weil das ist ja schon eine sehr interessante Frage aus meiner Sicht, wie man umgehen wird mit künftiger Finanzierung. Gehen wir davon aus, dass die neue Geldtheorie nicht noch herrschend sein wird. Die neue Geldtheorie geht davon aus, dass Geld von den Staaten unbegrenzt geschöpft werden kann. Ich habe da noch meine Zweifel daran. Ich habe mich ein bisschen schon näher damit beschäftigt, aber ich halte das eher für eine Wunschvorstellung, sage ich mal so, weil es vielleicht in einem geschlossenen System funktioniert, in einem international offenen System nicht funktionieren muss, was hier an theoretischem Material zur Verfügung gestellt wird. Wie gesagt, gehen wir davon aus, dass das noch nicht herrschend sein wird, dann wird man, das hören wir jetzt schon allenthalben, an Vermögenswerte auch greifen und sagen, wir werden Vermögenswerte einmal teilweise besteuern, abschöpfen, wie immer du das jetzt genannt hast. Da würde mich jetzt schon interessieren, Walter Pöltner, ist in der Pensionskommission irgendwie thematisiert,
dass der größte Vermögenswert des Durchschnittsösterreichers seine Pensionsanwartschaft ist. Und würde die dann nur unter liquiden Gesichtspunkten, sprich Pensionserhöhung und Pensionsauszahlung oder auch als Gesamtwert, als Vermögenswert begriffen werden? Ist das überhaupt thematisiert in den Diskussionen deiner Kommission momentan oder nicht? Danke. Nein, ja, überhaupt nicht. Ja. Diesen Themen weichen wir aus. In dieser Diskussion, haben ja die wirklichen Experten, jetzt sage ich von WIFO und IHS, die darin sind, ja kein Stimmrecht. Stimmrecht haben nur die Experten, die aus den Ministerien und aus der Sozialpartnerschaft kommen. Und die Diskussion in der Pensionskommission läuft wie seit 30, 40 Jahren immer dasselbe. Es geht nur um die Frage, es wird schlechter, als wir erwarten, oder es ist eh kein Problem, je nachdem, welcher Gruppe man zugehörig ist. Dennoch möchte ich gerne an Walter Dantsch jetzt anknüpfen und das sagen, dass genau das, was mich sehr belastet, ist diese Frage, dieser Konflikt zwischen den Generationen. Und wir haben es ja nicht mit zwei Generationen zu tun in der Alterssicherung, sondern wir haben es ja mit mehreren, jedenfalls mindestens mit drei Generationen zu tun in einem Alterssicherungssystem. Und wenn wir uns das Jahr 2019 vor Augen führen, dann sehen wir, dass ja auch Pensionen in zwei Ebenen wahltaktisch verwendet werden. Also einerseits, man glaubt, dass man eine sehr starke Gruppe für sich gewinnen kann, wenn man jetzt Leistungen verspricht. Und eine Pensionsanpassung, wie sie dieses Jahr durchgeführt worden ist, wäre meines Erachtens nicht notwendig gewesen. Belastet aber die nächsten 20 Jahre das System. Die Generation davor wird davon nicht mehr betroffen sein, aber die nächsten 20 Jahre, gerade die kritischen Jahre nebenbei bemerkt, gerade die kritischen Jahre wären da betroffen. Und meine jetzt anekdotischen Fragen, die ich mit vielen Menschen in meiner Preisklasse, das heißt in meinem Alter, spreche, alle Einkommensschichten, da fand ich ein großes Verständnis eigentlich bei den Leuten vor, die gesagt haben, ja, wir sind eigentlich ökonomisch auf der guten Seite. Wir würden akzeptieren, wenn wir jetzt einmal ein Jahr keine Pensionsanpassung bekommen. Dessen ungeachtet hat man auch, was die vorzeitige Pension, was die Anpassung der Pensionen betrifft, für jene, die im Dezember in Pension gehen und so weiter. Und Sie sehen ja, wie sie populistisch unterwandert werden, wenn man dem Bundeskanzler Kurz auf Populismus vorwirft. Und dann schafft er die Hackler-Regelung ab, die absolut nicht populistisch ist. Das ist nicht, wird er mit Pensionsraub konfrontiert. Alles das, was sozusagen angelegt ist, und wir wissen das, wie Bundeskanzler Schüssel da angefeindet worden ist, mit dem Pensionskonto. Alles, was angelegt ist, über eine Regierungsperiode Zukunft zu sichern, wird von der Opposition parteipolitisch und populistisch sofort in eine andere Richtung gelenkt, um halt für die nächste Wahl ein paar Stimmen zu bekommen. Und wir haben, und das wird zunehmen, wir haben einen, und wir entwickeln uns in einen Generationenkonflikt. Ich kenne diesen Generationenkonflikt bereits in zwei Ebenen sehr stark. Das ist bei den Notaren und bei den Rechtsanwälten. Hier gibt es schon, weil die haben ein kleines, geschlossenes, übersehbares System. Und hier beobachte ich schon diesen Generationenkonflikt. Ich bin gerade bei den Rechtsanwälten doch intensiv auch in der Beratung drinnen und merke, dass die Jungen sagen, warum müssen wir die hohen Pensionen eigentlich zahlen von den alten Granden? Und wir selber werden nicht annähernd dort das bekommen. Und wir werden das auf die verschiedenste, unterschiedlichste Weisen auch künftig so erleben in der allgemeinen Gesellschaft. Das muss nicht immer expressis verbis sein, das kann auch konkludent in den verschiedensten Facetten in der Gesellschaft auftreten. Wir haben ein Problem auch gesehen, früher bei den Ziviltechnikern, Bernhard Wiesleitner weiß genau davon, ein Lied zu singen, wie ein System dann nicht mehr schafft, die notwendigen Reformschritte zu machen und dann letztlich, ich sage jetzt bewusst, hier nicht an die Wand knallt, sondern aufgefangen werden muss durch die größere Solidargemeinschaft. Das sind Probleme, wo
Priorisierungen notwendig sind in der individuellen Biografie, wo dann einer sagen muss, ja, ich bin bereit, von meinen wohlerworbenen Rechten Abschied zu nehmen im Interesse des Ganzen. Und da sehe ich die gesamtgesellschaftliche Debatte heute nicht hinlaufen. Das gilt als unfein, nicht notwendig und so weiter. Und da ist jetzt die Frage natürlich gestellt, insbesondere an die, ich sage jetzt rein privatwirtschaftlich tätige Finanzindustrie. Frau Magister Planck, jetzt sind Sie schon gefordert. Wie haben Sie vor, mit diesen Themen umzugehen? Kann man gesamtgesellschaftlich positionieren als, ich sage jetzt, wirtschaftlich interessierte privatwirtschaftliche Unternehmung, dass die Debatten endlich in eine richtige Richtung gehen? Frei herausgesagt, investieren Sie schon 100 Millionen ins Marketing zu diesen Themen, dann würden Sie dem Walter Pölten und so weiter uns allen einen großen Dienst erweisen, vielleicht aber auch Ihnen selbst. Ist hier diese Metaebene von der Finanzindustrie schon erkannt? Ist man bereit, in diese Debatte auch einzusteigen oder beschränkt man sich nur auf die möglichste Absicherung des eigenen Geschäfts? Dahinter steht aber die große Frage, wie dieses eigene Geschäft in der gesamtgesellschaftlichen Debatte überhaupt rettbar ist. Ist das bei Ihnen thematisiert? Ja, es ist auf alle Fälle thematisiert und das ist ein Thema, das uns schon lange begleitet. Ich glaube, wichtig in der Finanzwirtschaft ist auch zu sehen, und da glaube ich, ist dieses Wissen noch nicht so wirklich da. Ich habe immer einen negativen Background, wenn ich sage, ich veranlage am Kapitalmarkt. Ich bin in der Finanzwirtschaft, das heißt, der Großteil der Österreicher glaubt immer noch, das ist die pure Geldvernichtung, was aber nicht stimmt. Und somit kommen wir gleich zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Es geht darum, dass wir eine unterstützende Vorsorge machen. Also ich bin ganz dabei, die erste Säule wird immer bleiben. Die Frage ist, auf welchem Niveau sie bleibt. Und die Frage ist, wie lange sie auf einem Niveau bleiben kann, dass wir uns in der Finanzierung, in der staatlichen Finanzierung leisten können. Deswegen brauchen wir die zweite und die dritte Säule. Und deswegen ist es auch wichtig, diese kapitalgedeckten Verfahren eben zu verstehen, näher kennenzulernen und nicht gleich die Panik zu bekommen und zu sagen, na, das ist die pure Geldvernichtung. Ich muss langfristig anfangen, vorzusorgen. Aber ich brauche auch das gewisse Know-how dazu. Und dieses Know-how, wenn ich bei unseren Kunden bin und wenn ich speziell junge, neu eintretende Mitarbeiter sehe, sehe ich, dass das Know-how in der Veranlagung oder überhaupt im Kapital- und Finanzwissen nicht vorhanden ist. Und somit haben sie schon eine kleine Abwehrhaltung gegenüber und sie haben auch nicht das Wissen. Sie glauben, Veranlagung im Aktienmarkt ist schlecht, das ist zu viel Risiko, das kann schiefgehen. Keiner sieht, dass die Veranlagung in den Anleihenmärkten aktuell risikoreicher ist als die Veranlagung in den Aktienmärkten. Und ich glaube, da fehlt einiges an schulischer Bildung, dass man sagt, man kann das entsprechend fordern und entsprechend auch in die Bildung mit aufnehmen, dass der einzelne Mitarbeiter, der einzelne angestellte Arbeiter sich bewusst ist, dass er eben, wenn er eine Altersvorsorge hat, dass er ruhig ein bisschen ein Risiko eingehen kann. Und natürlich haben wir uns alle, also alle, die wir sind, Vorsorgekassen, Pensionskassen, Versicherungen darauf spezialisiert, aber wir arbeiten immer noch daran, dass sie wahrgenommen werden, dass es wichtig ist, diese zweite und dritte Säule zu haben. Und diese Wahrnehmung ist, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, hat sich in den letzten 20 Jahren leider nicht wirklich massiv erhöht. Und das ist traurig, es geht leider eher in die andere Richtung. Wir spielen heute andere externe Komponenten mit hinein. Aber das, wo wir alle dranbleiben müssen, ist einfach zu sagen, die erste Säule ist die Basis. Aber die erste Säule wird aufgrund der Finanzierung, aufgrund der anderen Gegebenheiten nicht ausreichen, um einen adäquaten Lebensstandard zu Pensionsantritt und auch weiter fortfolgen zu bekommen. Jetzt muss ich zwei provokante Dinge sagen. Das eine, wir sehen in Ihrer Person, wenn Sie sagen, seit 20 Jahren sind Sie dran, dass Kinderarbeit in Österreich offensichtlich erlaubt ist. Das ist die eine Geschichte, aber das zweite nehmen wir jetzt ganz ernst. Das zweite ist natürlich schon die Frage, wir hören dieses Thema, da bin ich bei Ihnen seit 20 Jahren. Aber warum gelingt es, ich sage jetzt durchaus mächtigen, finanzkräftigen Institutionen nicht, das Thema neu zu positionieren? Was läuft da schief in unserer Gesellschaft, dass es nicht gelingt, jetzt uns jetzt bewusst nicht nur das Finanzthema, Financial Literacy und so weiter beizubringen, das sollte ja schon längst gelungen sein, sondern insgesamt die Themen der Solidarität, die Themen, dass es eben nicht eine Einbahnstraße ist, die Themen der Prioritätensetzung im Leben neu zu positionieren und zu kommunizieren. Ich habe zum Beispiel, und da muss ich mir jetzt gleich selber das Wort erteilen, eine ganz interessante, wie ich glaube, interessante These. Wenn mich junge Menschen fragen, wie sie mit dem Alter umgehen sollen, dann beschleicht mich in den letzten Jahren immer mehr eine andere Idee. Da sage ich nicht, tut jetzt schnell Geld zu diversen Finanzinstitutionen tragen, sage ich auch nicht, hakelt es euch krumm und schief, denn ich weiß aus vielfältiger Anschauung in der Familienforschung, dass in der Situation
Familienleben nicht mehr gelingt. Und wir wissen alle aus der Geschichte, der entscheidende Ansatz der Altersversorgung ist schon eine innerfamiliale Solidarität. Wenn wir die Zeit, die man mit Familien verbringt, zu knapp werden lassen, weil man total im Job hängt, ist der Bruch der Familienbeziehung vorprogrammiert. Und gleichzeitig fehlt dann das Geld in die Altersvorsorge. Viele kommen dann drauf, dass man sich eine Zweitfamilie halt doch nur sehr schwer leisten kann. Es stehen dann beide Familien massiv unter Druck. In dem Moment bleibt dann oft auch die Karriere hinten nach, ist die Altersversorgung sowohl über die erste Säule wie über die zweite und dritte Säule auch gefährdet. Wäre es nicht klüger, zunächst einmal die Hausaufgaben zu machen, eine gesicherte familiale Stabilität zu gewinnen und damit dann auch beruflich und damit in der finanziellen Altersvorsorge gut weiterzukommen? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, die ich bewusst einmal so in den Raum gestellt habe. Aber braucht es nicht insgesamt eine neue Priorisierung von Themen des Lebens? Dabei spielt das Wohnen natürlich auch eine ganz zentrale Rolle, weil da ist die, wir haben es vorhin gesagt, entscheidende Knappheitsfaktor in der Befriedigung der familialen Räume, in denen man das Familienleben realisieren kann. Aber da müsste die Vorgeneration natürlich eingreifen, wie es immer war. Wohnen konnte ja bis auf die Generation der Babyboomer eigentlich nie aus eigenem innerhalb einer Generation befriedigt werden, war immer nur möglich durch die Hilfe der Vorgeneration im Vierkanthof und so weiter. Ich brauche das jetzt gar nicht weiter auszuführen. Aber braucht es nicht insgesamt eine neue Prioritätensetzung in den Lebensthemen? Und das möchte ich jetzt hier in den Raum stellen. Walter, du bist der Erste, der mit diesem grauenvollen Konzept konfrontiert ist. Ach, das ist überhaupt kein grauenvolles Konzept. Es ist notwendig, noch eine Anmerkung von mir zum Drei-Säulen-Modell, das ich auch immer vertreten habe. Und da bin ich mit der Frau Magister Blank natürlich einer Meinung. Nur als wir es versucht haben voranzutreiben, waren die Maastricht-Kriterien die Grundlage. Und das Versuch, das Vertrauen, tut mir leid, wenn ich mich wiederhole, das Vertrauen der Menschen in Finanzanlagen zu erhöhen und sicherzustellen. Und eines der Probleme ist dieses Vertrauen. Das zweite ist natürlich schon eine Frage der Lebensprioritäten und so weiter. Aber auch diese Fragen werde ich erst neu überdenken können, wenn die existenzielle Grundlage, die wirtschaftliche existenzielle Grundlage von jenen Familien, die gerade am Beginn des Aufbaus sind, nicht am stärksten in Frage stelle, so wie es in den letzten Monaten, ich wiederhole mich hier bewusst, passiert ist. Das ist vielleicht bewusst passiert, vielleicht nicht bewusst, aber ich weise extra darauf hin. Wir müssen denen die Sicherheit geben und nicht nur sagen, wie es schön wäre, jetzt, wo der eine arbeitslos ist und der andere in Kurzarbeit und der Mietzins gestundet wird, das Darlehen vielleicht für die erworbene Wohnung gestundet wird, zu sagen, ja, denkt doch an etwas anderes, ist doch viel schöner, wenn ihr jetzt mehrere Stunden miteinander verbringen könnt, als wenn es jeder arbeiten müsst. Das wird uns nicht geglaubt werden und sehr viele, und da komme ich auf deine eingangs gestellten Fragen und Anmerkungen zurück. Zum Umgang mit der Pandemie, die ja die Auslöser unserer Diskussion ist. Hier wurde sehr viel Vertrauen erschüttert, das die Menschen haben, um dem folgen zu können. Für mich ist es kein Zufall. Ich weiß, ich komme jetzt von der Vorsorge und von der Zukunft sehr ins Aktuelle, dass nach der Präsentation am 2. Dezember die Abmeldung von den Massentests in den Keller gegangen ist, weil die Menschen mit den Neuaussagen, mit den Verlängerungen, mit den Beschönigungen einfach gesehen haben, dass sie sich auf nichts verlassen können.
Es ist ja auch eine recht interessante Entwicklung in der öffentlichen Diskussion im Umgang mit Wissenschaft zu beobachten. Während wir auf der einen Seite immer fordern, evidence-based und alles nur Wissenschaftlichkeit und so weiter, erleben wir im Grunde genommen auch ein Desaster der Wissenschaft, weil die Kommunikation durch die Wissenschaftler selbst sehr eigenartig ist. Aus meiner Sicht ist Wissenschaft immer nur dann Wissenschaft, wenn sie auch die eigenen Grenzen erkennt und kommuniziert. Aber heute, wir haben es gerade bei den Virologen, Epidemiologen und so weiter gesehen, jeder, ich sage jetzt dann bewusst, manchmal siebte Zwerg von links, weil die Reporter ja gar nicht mehr den aktuellen finden können, der nicht eh schon alles gesagt hat, sagt dann, ich habe eine neue Idee, man könnte es auch so sehen. Es ist ja auch ein Desaster in der Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Die Bandbreite wird immer größer und damit das Vertrauen der Menschen immer kleiner. Wo ich aber in der Familienforschung schon sehe... Wissenschaft lebt vom Diskurs. Ja, Wissenschaft lebt vom Diskurs, aber die Menschen brauchen Lösungen und sehen dann Lösungen, die nur Ausschnitte der wissenschaftlichen Evidenz bringen und verlieren dann das Vertrauen, wenn ein anderer Ausschnitt auch als wahr verkauft wird. In der Familienforschung sehe ich aber schon, dass die Menschen tief im Innersten den Wunsch haben, Vertrauen zu haben und vertrauen zu können und dieses Vertrauen dann projizieren schon in einen anderen Menschen. Und dort ist dann für die Sicht der Menschen durchaus ein interessantes, individuelles Lebensthema gestellt. Aber ich will das gar nicht weiter spinnen, sondern möchte Walter Böltner wiederum fragen, wie kann man aus deiner Sicht das Vertrauen in das gesellschaftliche Funktionieren wiederum herstellen? Vertrauen ins Pensionssystem, da bemühen sich alle möglichen Leute immer herzustellen. Aber das Interessante ist, die jungen Leute vertrauen trotzdem nicht ins Pensionssystem. Wie kann man Vertrauen in gesamtgesellschaftliche Kohäsion über die Generationen hinweg wiederherstellen, aus deiner Sicht? Ja, zuerst möchte ich noch auf eine Bemerkung von dir nicht replizieren, sondern das eigentliche ergänzen, nämlich diese innerfamiliäre Solidarität, die gefordert ist. Und das wäre eine schöne Sache. Es macht mich gleichzeitig traurig, weil ich glaube, wie ein Donaustrom bewegen wir uns ja ganz in eine andere Richtung. Wir sehen das jetzt wieder sind die Medien, die Isolation. Das ist auf der einen Seite immer mehr virtuell. Also ich konnte meine Freunde noch riechen, ja, ich konnte sie auch nonverbal mit ihnen unterhalten, wenn es notwendig war. All diese Dinge sind heute schon schwer möglich. Gleichzeitig ist es aber ein allgemeines Phänomen. Wenn ich meine Familie selber betrachte, dann haben meine Frau und ich drei Kinder und insgesamt stammen wir aus 5 Ländern, also aus 5 Nationen und haben 3 Religionen. Also es ist nicht immer leicht und viele, die jetzt bei uns sind, die haben ihre Familien ganz woanders in anderen Ländern, wo es sehr schwierig ist, hier diese innerfamiliäre Solidarität auch aufrecht zu erhalten. Das heißt, wir entwickeln uns schon auch sozioökonomisch in eine Richtung, die mir auch nicht gefällt, aber ich weiß auch nicht, wie man sie aufhalten kann. Und in all dieser innerlichen Aufregung habe ich jetzt vergessen, was du mich gefragt hast. Wie man Vertrauen wiederherstellen kann, ja, in der Gesamtgesellschaft. Ja. Es fängt beim Pensionssystem an, es fängt in ja, Arbeitsplatzsicherheit, ja, in Solidarität. Überall sehen wir Vertrauensbrüche. Ich sehe Vertrauensbrüche auch massiv anderen Institutionen gegenüber, Kirchen gegenüber, Parteien gegenüber, Gewerkschaften gegenüber. Im Grunde genommen sind wir in einer extremen Rückzugsgesellschaft, wo Kohäsion tatsächlich gefährdet ist. Was kann man tun, um das Vertrauen wiederherzustellen? Ja. Also wir haben natürlich, wir müssen zwei Modetrends einmal begegnen. Das eine einmal ist, es ist in, dagegen zu sein. Also das ist total cool. Und wenn ich schon nicht dagegen bin, bin ich jedenfalls in meinen Gefühlen verletzt. Davon müssen wir ein bisschen wegkommen, auch ein bisschen mehr zur geradlinigen Diskussion und nicht mit dieser gekränkten Eitelkeit gleich, wenn ein Gespräch dafür nicht ganz in die Richtung geht, in der es persönlich ist. Zur noch einmal hinweisen, wir haben ja auf Demografie bedingt, und das ist unser Kernproblem, ja nicht nur das Alterssicherungssystem, das alleine wäre es wahrscheinlich gar nicht so unlösbar, aber wir haben ja auch das Gesundheitswesen und wir haben die Pflege, also eine Gesamtherausforderung. Und das Wichtigste ist, dass man sozusagen diesem
dass in diesem Dilemma der Subinteressen ein bisschen ausweicht. Und wir hatten schon Anfang des vorigen Jahrhunderts, es ist traurig, gemeinsam mit der Versicherungswirtschaft, noch mit dem Professor Rürup aus Deutschland, eine relativ groß angelegte Konferenz gehabt mit dem Ergebnis sozusagen eines Bündnisvertrages zwischen öffentlichen System und der Versicherungswirtschaft, so in dem Sinne, das Drei-Säulen-System als Komplementärsystem zu begreifen. Und zwar von allen Richtungen. Auch, dass die staatliche Alterssicherung die private Vorsorge als Komplementärsystem begreift und auch stützt in dieser Funktion. Und das Wichtigste für Vertrauen ist geordnete Kommunikation, ist gemeinsame Kommunikation. Das heißt, es wäre auch wichtig, dass die staatlichen Vertreter und die Privatwirtschaft gemeinsame Kommunikation betreiben und sagt, Freunde, wir haben gemeinsam ein Problem und wir wollen das auch gemeinsam in unserer Gesellschaft lösen. Es braucht also Vertrauen, braucht einmal Wissen. Ich muss etwas wissen, damit ich von dem anderen, damit ich vertrauen kann. Ich habe gestern mit Ärzten eine große Diskussion gehabt und habe ihnen gesagt, ich vertraue euch trotzdem nicht. Was ihr mir da sagt, legt sie mir die Unterlagen zur Impfung vor. Und die sind ja erst vor einem Tag, also vorgestern oder was, publiziert worden. Sie konnten mir dieses Vertrauen nicht schaffen, nämlich ich brauche Wissen. Und dieses Wissen sollte mehr in die Bevölkerung hereingetragen werden, über die verschiedensten Wege. Man sollte sich zusammensetzen, nämlich die Privatwirtschaft, die Privatversicherungswirtschaft und das staatliche System, das Sozialversicherungssystem, gemeinsam Kommunikationswege betreffen, informieren, wie funktioniert das System. Ich bin immer überrascht bei Referaten, auch bei Juristen. Ich habe auf der Uni jetzt einmal referiert, etwas seitlich, und du bist ja auch leidgeprüft, Wolfgang, wenn man etwas weg von strengen juristischen Dingen referiert, dann wird man gleich scheel angeschaut als Jurist. Gleichzeitig wurde mir vermittelt, das haben wir alles nicht gewusst. Aber es nutzt nichts alleine, die juristische Kenntnisse, sondern Zusammenhänge zu sehen. Und wenn wir in unseren Systemen Gesundheit, Pflege und Alterssicherung reden, hilft mir mein juristisches Wissen ein wenig, aber ich komme alleine damit nicht aus. Ich brauche andere Wissenschaften, die mit mir zusammenarbeiten. Und das funktioniert in Österreich. Diese Kommunikation funktioniert in Österreich nicht. Und wenn ich mich in ein fremdes Revier wagen darf, auch da funktioniert es nicht, dass ich sage, gemeinsam eine Kommunikation, Investitionen in Liegenschaften, Investitionen in Kapital, dass man das gemeinsam kommuniziert und sagt, schaut, beides ist Sparen auf eine Form, beides ist Geldvermehrung, die ich brauche, um vielleicht Ausgaben in einem anderen Verhältnis, nämlich in der Zukunft, tätigen zu können. Und da muss ich halt auch wiederum, und wie das gelingen kann, weiß ich nicht, Sensibilität für Zukunft schaffen. Ich habe sehr interessante zwei Wortmeldungen, die ich zusammenfassen möchte, von Dr. Wiesleitner und Dr. Norman bekommen. Beide monieren ein Problem des Vertrauens darin, dass die Politik einfach zu viel verspricht. Dass man, das sage ich jetzt dazu, auf der anderen Seite von der Politik wohl auch zu viel fordert, dass sie versprechen muss, was sie aber dann nicht einlösen kann. Jedes nicht eingelöste Versprechen ist natürlich ein Bruch des Vertrauens, der quasi auf der Hand liegt. Die Politik hat, wie Dr. Norman auch zutreffend sagt, aus meiner Sicht ja auch nicht die Möglichkeit, über die Sicherheit in künftigen Ereignissen Bescheid zu wissen. Können wir zutrauen der Politik, dass sie in der Offenheit auch kommunizieren kann, ohne dass man sie gleich festlegt? Sie haben aber das und das jetzt zu sagen, zu antworten, und nächsten Tag sagt man, sie haben gestern gelogen, weil sie nicht genau gewusst haben, was morgen eintritt. Das ist ein riesiges kommunikatives Problem. Das kommunikative Problem schließt an das, was die Frau Magister Planck ja vorhin gesagt hat, dass einfach enorm Literacy fehlt in all diesen Bereichen. Jetzt frage ich aber umgekehrt, Walter Böltner auch, wenn wir wissen, dass unheimlich viel Wissen Voraussetzung ist, um halbwegs in diesen Themen mitreden zu können, sie verstehen zu können, damit aber auch zu vertrauen, bleibt die große Frage, wie weit kann man das von der großen Mehrheit der Bevölkerung überhaupt erwarten und verlangen?
In Wahrheit führen wir hier eine high sophisticated discussion unter Akademikern über Themen, die Menschen betreffen, die meilenweit vom Wissensstand entfernt sind, den wir haben, geschweige denn wir meilenweit vom Wissensstand der jeweiligen fachdisziplinären Experten entfernt sind, sodass wir da möglicherweise an eine Komplexitätsgrenze unseres Gesamtsystems stoßen, die nicht mehr bewältigbar ist. Ich möchte jetzt nicht in eine Negativspirale in der Diskussion kommen, aber langsam scheint mir in gewisser Weise ein Zauberlehrlingssyndrom vorzuliegen, dass die Komplexität des Systems eine so hohe Stufe erreicht hat, dass sie von der Masse der Bevölkerung in den demokratischen Diskurs nicht mehr bewältigbar ist. Diese Möglichkeit sollten wir vielleicht in den Raum auch stellen und in Betracht ziehen. Das, was Günter Dahnhell noch im Chat auch gesagt hat, möchte ich ebenfalls noch aufgreifen. Sie sehen mich, ich muss jetzt natürlich in meine Tastatur greifen. Günter Dahnhell hat gesagt, es ist wichtig, dass wir in einem Grundsatzpunkt neu entscheiden. Er hat das auch in St. Lambrecht schon mehrfach gesagt, dass wir die Basis der Wertschöpfung neu aufstellen, nämlich den Arbeitsbegriff neu diskutieren und ihn nicht nur auf die Erwerbsarbeit verkürzen. Dann hätten wir auch in der Neubewertung von Familienarbeit eine Chance, zusätzliche Anwartschaften zu erwerben, im Transfer- und Steuerrecht eine Reform zu machen, die letztlich auf einem neuen Menschenbild basiert, das den Menschen nicht nur als Arbeitenden in Fabrik und Büro einschätzt, sondern auch viele andere Phänomene der Arbeit in die Altersvorsorge und in die Wertschöpfung einbezieht. Letztlich schließt das auch an das an, was Walter Danschitz gesagt hat, nämlich, dass man momentan ja von den Jungfamilien Familienarbeit einfordert, ohne sie irgendwie finanziell auch zu vergüten, die 2,5 Milliarden, die du in den Raum gestellt hast. Ich kann sie nicht nachvollziehen als kleiner armer Jurist, scheint mir das aber durchaus eine 1.000 Euro pro Kind pro Monat sinnvolle Größe sein. Wenn man da einen durchschnittlichen Stundenlohn einnimmt, ist das zweifellos etwas, was da rasch einmal in diese Gegend kommt. Nun, das ist ein momentanes Phänomen. Dahinter liegt aber das grundlegende Phänomen wiederum, wie setzen wir die Prioritäten in unserem Leben auch gesamtgesellschaftlich neu? Was hat Vorrang für die gesamtgesellschaftliche Bewertung? Wir haben alle ein paar Jahre nur zur Verfügung. Wie sollen diese genutzt werden für die Individualbiografie und wie weit kann die Gesamtgesellschaft auf diese paar Jahre nutzen? Ebenfalls ein Umgang mit Knappheit, der ja der Gegenstand unserer Diskussion ist. Frau Magister Planck, wie würden Sie denn das jetzt biografisch raten, den jungen Menschen? Wenn wir nur sagen, ihr müsst mehr lernen und ihr müsst einfach schon früh und sei es 50 Euro im Monat in die Hand geben, dann zieht das offenbar nicht. Was überlegt man sich da in der Finanzwirtschaft als Berater für Finanzinstitutionen in großem Stile, wie man in Zukunft dieses Thema doch zugkräftiger neu aufsetzen kann? Ich glaube, man kann es nur insofern neu aufsetzen und insofern auch verbessern, dass man ein bisschen transparent darstellt, dass man aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Das, was der Herr Böllner erst noch gesagt hat in den Kommissionen, ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Wissen auf den Tisch kommt und dass es transparent und einfach verständlich auf den Tisch kommt. Und ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten. Wir müssen schauen, dass die Finanzwirtschaft nicht mehr das Böse darstellt, sondern sagt, ich kann das als Ergänzung nutzen. Aber ich kann natürlich erst ein Produkt verkaufen oder in die Finanzwirtschaft hineinschauen, wenn ich das notwendige Wissen darüber habe. Und das wird ja auch in den letzten Jahren schon verstärkt. Ich sage, manche Pensionskassen, Vorsorgekassen machen einfache Videos, machen Darstellungen, wie man eben versteht, wie die Veranlagung erfolgt, wie die Entscheidungen sind. Also das sind kleine Punkte, die hier mit hineinkommen. Aber um die jetzigen Jugendlichen dann dahin zu entwickeln, dass sie das Vertrauen wieder erhöht, da bedarf es sicher eben, wie ich schon zuerst gesagt habe, einen immensen Schub in der Bildung und auch in der familiären Situation. Einfach zu sagen, ich tausche mich aus, ich habe meinen Bekanntenkreis, meinen Studentenkreis, ich habe meine Familie und ich mache mir selbst ein Bild. Ich glaube, das, was wir ja jetzt auch in der Pandemie finden, es gibt viele Mitläufer. Wichtig ist, dass sich jeder selbst ein Bild macht, dass sich jeder selbst die Meinung bildet und dass man dadurch sich hoffentlich dann die richtige Meinung herauskristallisiert. Aber wie gesagt, Erfolgsrezept, kurzfristig gibt es da sicher keines. Da muss man wirklich transparent darstellen, was sind die Vorteile und warum kann es mir in Richtung Pension weiterhelfen, dass ich schon rechtzeitig vorsorge.
Ja, Dr. Wiesneitner, wendet im Chat gerade ein, ja, muss vorsichtig sein, Risikoklassen können sich ändern. Die ganze Geschichte ist ja ziemlich volatil. Wie wir wissen, gerade in diesen Monaten haben wir erfahren, wie die Aktienkurse hinuntergegangen sind, die Anleihen hinauf und hinunter. Es ist ja alles unheimlich dramatisch im Grunde genommen. Aber Womit ich wir jetzt. sprechen immer noch von der langfristigen Veranlagung und ich glaube, das Ja, ist der ja. wesentliche Punkt. Ich glaube auch, das Thema der Langfristigkeit und das ist das Thema des Vertrauens auch in das gesamte staatliche Gefüge. Denn die Langfristigkeit von Investitionen wird ja nur dann eingelöst werden können, wenn das sie stützende System staatliche Regulierung hält, aufrecht ist und so weiter. Und da müssen wir durchaus bescheiden sein. Gesamtstaatliche Stabilitäten haben wir gehabt über, sage ich jetzt einmal, wenige Perioden hindurch. Es war immer gerade die europäische Geschichte auch geprägt von enormen Umbrüchen im 20. Jahrhundert, kumulierend viele Umbrüche, wo das Vertrauen natürlich nachhaltig gefährdet ist. Lassen Sie mich einen letzten Punkt noch einfach in den Raum stellen und dann nicht mehr diskutieren, weil wir die Stunde, die wir uns vorgenommen haben, ja schon erreicht haben. Ich möchte nur noch einen Punkt in den Raum stellen, der uns Anlass geben soll, weiterzudenken, dann auch im Rahmen der nächsten Veranstaltung in der Denkwerkstatt. Ein Thema, das wir komplett ausgelassen haben momentan, das aber die nächsten Jahre sehr bestimmend sein wird. Wie immer man dazu steht, ist es politisch wirkmächtig, nämlich die Frage der Klimaentwicklung. Momentan haben wir sehr massive Debatten auch, dass man einen Neubeginn machen soll im Hinblick auf die Wirtschaft, indem man alles neu priorisiert und so weiter und an erster Stelle die Klimafrage stellt. Ich bin durchaus skeptisch in vielen Informationen, die ich dazu gewonnen habe. Ich glaube auch, wir sollen Klimafragen natürlich einen großen Stellenwert beimessen. Aber alles, was wir jetzt gesagt haben an Priorisierungen, wird ja von wirkmächtigen Debattenströmen ignoriert. Der wirkmächtige Debattenstrom heute heißt Klima und alles, was wir jetzt gesagt haben, Vertrauen, familiale Stabilität, Sicherheit, gesamtgesellschaftliche Bildungsagenten, Kohäsion, kommt da momentan gar nicht vor. Wir haben große Fragen auch in dieser Prioritätensetzung neu zu besprechen, gesamtgesellschaftlich und auch neu zu definieren. Ich halte es für zu kurzgreifend bei aller wahrscheinlicher Wichtigkeit, als einzige Priorität momentan das Klima zu sehen, als zweite Priorität Black Matters Live zu sehen und so weiter, ist alles wichtig. Ich möchte das nicht kleinreden, aber die Themen, die wir momentan angesprochen haben, kommen in dieser öffentlichen Debatte momentan gar nicht vor. Meine Damen und Herren, auch das ist ein Knappheitsproblem. Die Frage der Vorsorge in der Priorisierung der öffentlichen Debatte scheint momentan ganz gering zu sein. Wir werden alle aufgerufen sein, das auch nicht in Zukunft außer Acht zu lassen. Neben allen Prioritätendebatten, die wir im Gesundheitsbereich haben, die wir in den nächsten Jahren mit der Klimafrage haben und mit anderen Fragen der sozialen Kohäsion haben, ist doch eine entscheidende Frage die Frage der Generationensolidarität und damit die Frage der Vorsorge. Es gibt viel zu tun, auch für die Diskussionen in der Denkwerkstatt St. Lambrecht. Ich danke den Podiumsdiskutanten für ihre Beiträge. Ich danke den Teilnehmern, die im Chat sich geäußert haben. Ich hoffe, Sie fühlen sich auch durch mein Referat zum Chat ausreichend berücksichtigt und dargestellt. Und ich würde mich freuen, Sie alle in absehbarer Zeit wieder physisch live zu sehen. Walter Böttner hat gesagt, zu riechen, wie auch immer, zu sehen, jedenfalls direkt in Kontakt in St. Lambrecht oder bei den Veranstaltungen, die wir in den nächsten Monaten auch anbieten. Das eine oder andere wird in Zukunft wohl auch virtuell sein. Aus meiner Sicht ein sehr erfreulicher Begleiteffekt der letzten Monate, dass wir wirklich auch diese zusätzlichen Wege nutzen können, um uns auszutauschen. Für die heutige Debatte brechen wir jetzt einfach ab. Ich danke Ihnen für Ihre Beiträge. Hoffe, dass Sie die Stunde nicht zu den verlorenen Stunden Ihres Lebens buchen, sondern das eine oder andere auch mitnehmen können und freue mich auf eine Fortsetzung der Debatten in der Denkwerkstatt St. Lambrecht. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. 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 Danke. Danke.